Hier in diesem Loch bin ich taub und blind. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da draußen wirklich ist. Ich muss wissen, was dieser Fanatiker vorhat. Und lass dir nicht zu viel Zeit, sonst komme ich dich holen. Klar? Wegen deines Goldhaufens. Mach dir mal weniger Sorgen um das Gold. Kümmere dich lieber um deine Aufgaben. Du bist derjenige, der sich Sorgen machen sollte. Broga betrügt dich und wirtschaftet in seine eigene Tasche. Außer den Kämpfern zahlt jeder da draußen monatliches Schutzgeld an ihn. Wie bitte? Was hast du da gerade gesagt? Deine eigenen Leute zahlen Schutzgeld an den Anführer deiner Kämpfer, an Broga. Verstanden? Oder soll ich's dir aufschreiben? Oh, ich werde mit den Leuten sprechen. Wenn es stimmt, was du sagst, wird Broga heute noch am Galgen baumeln. Warum störst du mich? Auch wenn man es nicht hören will. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Das ist zu riskant. Na klar. Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst. Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen. Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Was heißt das? Die Weißen sind schon sehr nahe gekommen. Unweit des Sumpfes im Südosten hat sich kürzlich eine kleine Gruppe von ihnen niedergelassen. Sie plündern schon seit Tagen die kleine Tempelruine, die aus dem Boden geschossen kam. Wenn wir diesen Vorposten einnehmen könnten, wären wir sicher schon einen großen Schritt weiter. Wer genau soll den Vorposten der Weißen einnehmen? Broga und seine Krieger sollen sich darum kümmern. Ach, tatsächlich? Ich denke nicht, dass sich Broga auch nur ein Stück bewegen wird. Der hat ganz andere Probleme, den kannst du vergessen. Warum das? Er hat den Don verraten. Und wer soll jetzt deiner Meinung nach die Krieger anführen? Ich werde das tun. Du? Wie willst du das denn anstellen? Das lass mal meine Sorge sein. Große Worte. Na schön, wir werden sehen, ob du es schaffst, die Weißen zu besiegen. Viel Erfolg! Geh zu den Kämpfern und sage ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden dich unterstützen. Was ist er? Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Vielleicht ausklauen? Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja, es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist.
Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung, des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. Nein, ich will kein Noviz der Magie werden. So, hat hier noch irgendeiner was zu sagen? Er vielleicht? Hey! Vorsicht, Mensch! Fass Gold nicht an, Mensch! Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don dich etwa angeworben? Don Esteban, starker Kämpfer. Rettet Caracos. Caracos schuldet Leben. Jetzt dient Caracos Don Esteban für Ehre von Caracos. Ah, ja. Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Caracos bewacht Goldhaufen. Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Caracos. Caracos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig. Ehre ist wichtig. Nicht Gold. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Caracos stärker als Menschen. Caracos kämpft gut. Ganz bestimmt. Caracos zeigt Menschen Stärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Caracos macht dich stark. Caracos kennt Axtkampf. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich werde sowieso so früh wie möglich wieder auf Schwert umsteigen. Das ganze Schiff. Alle tot. Was denn? Gut. Wo soll das alles hinführen? Also, dann war's das jetzt erstmal und, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. So, da sind wir wieder. Und gestern hat meine Grafikkarte ein Patch bekommen. Tja, und ich würde sagen, wir können jetzt auf höchsten Einstellungen endlich mal spielen. Ryzen, dieses uralte Spiel. Warte mal. Ich muss jetzt erstmal hier L. Lagerbericht für den Don. Ich werde herausfinden müssen, wer in der Stadt der Anführer der Banditen des Don ist. Okay. Werden wir jetzt noch dieses Lager da angreifen. Boah, ich hoffe... Nee. Ich hoffe mal, dass die Framerate ein bisschen stabil bleibt hier. Wir zocken gerade mit halbwegs 30 Frames. Naja, gut. 19. Och, kommt schon. Das ist doch ein scheiß uraltes Spiel. Warum darf ich das nicht mit vollen Einstellungen spielen? Das ist doch scheiße. Einstellung, Leistung. Mitte. So vielleicht besser. Ja, wir haben wieder einen schönen Ladebalken. Freue ich mich doch wieder. Oder? Ja, so könnte es besser sein. Moment so. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Wenn's denn unbedingt sein muss. Okay. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Mutig, mutig, Kleiner. Na, das kann ja was werden. Okay.
Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Na, endlich passiert hier mal was. Gut. Du noch. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Weiße Klatschen? Ja, da bin ich dabei. Klatschen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch einen Jäger. Sam. Ach, Sam geht ja wieder jagen. Gibt's noch einen Krieger? Vielleicht Broga? Achso, der existiert nicht mehr. Ja. Dann ist doch hier, glaube ich, der Phil noch. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Na schön. Da ist Norden. Südosten. So, da. Okay. Dann müssen wir sicherlich hier hoch. Und oben ist ja, glaube ich, auch noch ein Krieger. Später vielleicht. Na, klasse, wie mir hier meine kleine Armee folgt. Vor allem alle in der übelsten Rüstung und ich habe sie alle kalt gemacht. Außer den Phil. Warte mal, hier ist auch noch einer, oder? Gucken, ob ich den mitnehmen kann. Typ. Fincher will, ja, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Ach nee. Da muss ich mich wohl bewegen, was? Nee. So, warte mal, da wäre Süden und Südosten wäre da. Oder? Immer Norden. Süden. Wäre theoretisch da. Also gehen wir mal hier. Scheiße wieder komplett runterstellen. Ich habe gehofft, dass der neue Treiber vielleicht was bringt. Aber naja. Da ist ein Lagerfeuer. Mit Gnomen. Da will der mit uns spielen. Oh, scheiße. Die sind stark. Ihr macht das schon, gell? So. Du hättest aufgeben sollen. Vor allem, ich krieg die ganzen Erfahrungspunkte, geil. Nick, du brauchst wohl dringend was hinter die Ohren. Hey! Hier über den Weg zu laufen war ein Fehler. Viel Glück. Ich werde auf den Krempel besser aufpassen. Danke für die Waffe. So, und die Kiste gehört mir, Leute. Na fein. Wie viel Gold haben wir? Ach, 700. Super. Boah. Na, guck mal an, was haben wir denn da? Warum leckt es trotzdem? Trotzdem ist das alles los. Tja! Tja! Noch einer. Totes Viech ist ein Viech. Oh Gott. Scheiße. Scheiße, Leute, helft mir. Ah! Ach, scheiße. Naja, gut, wir haben ja noch nicht viel gespielt. Ja, ist das vielleicht auch ganz gut, dann kann ich mir nicht nur mal ein paar Heiltränke kaufen.
LP. Ja. Wir zocken gerade mal 4 Stunden das Spiel. Und 11 Minuten. Das ist nicht sehr viel. Also ich kann nur so viel sagen, dass ich im Singleplayer, also ohne Let's Play, schon mal bis in die Hafenstadt gespielt habe, weil da habe ich noch nie gespielt. Egal. Was guckst du so? Verschwinde, du Dreckskerl! Achso, der handelt ja nicht mehr mit mir. Scheiße. Vielleicht oben der Typ. Fincher will... Danke. Ja, danke. Dann ihr zwei noch und dann hatte ich die anderen zwei noch. Genau. Na. Weiße. Danke. Jetzt könnte ich mir doch theoretisch... Ich laber grad sinnlos. Nein. Finn. Na, sch. Danke. Also ich weiß echt nicht, was heute mit meiner Framerate los ist. Ich renne da nicht, ich mach gar nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl nach dem Patch, was die gestern gemacht hat, also läuft sie eher schlechter als besser. Fincher will. Gut, dann auf. Aber erst möchte ich nochmal hier zu ihm. Gucken, ob der Heilzeug hat. Was hast du zu verkaufen? Kraut. Mana. Super, dann kaufe ich dem das Kraut ab und fertig. Wie viel Kraut habe ich jetzt? Achso. Bitte sehr. Vielleicht der Typ noch was? Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der handelt gar nicht. Nee. Kommen sie mir alle schön hinterher. Ach, da ist wieder so ein Rottwurm. Pass auf jetzt! Oh mein Gott, ich bin schaden. Aber anfänglich bin ich gerade nicht immer noch so. Ja. Bei den Viecher darf man nicht lange fackeln. Die Viecher werden es nie lernen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Fleisch mehr. Das kann ich dann über dem Lagerfeuer da hinten braten. Wenn da mal nicht die Wölfe wären. Oder die Wildschweine, die ich da gerade gesehen habe. Minz. Na, ihr Gnome. Da will wer mit uns spielen. Ja! Hat sich das Vieh ganz gehörig verschluckt. Macht keine Probleme mehr. Oh Gott, da ist schon so ein scheiß Wolf. Ist dich, Wolf. Schöne Armee, wie sie hier um mich drum rumstehen. Ja, Wolf, komm her. Pass auf jetzt. Ja. Ja. Schaden mache ich gleich. Muss mal mit dir. Ich habe die Schnauze voll von diesen Monstern. Also,
theoretisch eine andere Schaden mache. Ich muss gleich zu den anderen. Was macht Adam da hinten? Ja. Ja. Dieses Vieh macht keine Probleme mehr. Hä? Er ist weg. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, wir braten es mal. Oh, ich muss niesen. Ja. Es ist jetzt gerade früh um 11. Bin gerade aufgestanden, aufgewacht. Ja. Super. So. Ich sollte vielleicht mich mal ein bisschen hier heilen. Das ist leicht scheiße, dass ich nicht so viel Essen dabei habe. Aber ich meine, ich habe eine Armee dabei. Ich habe das damals gar nicht mitbekommen, dass ich die mitnehmen kann. Ich habe damals komplett alleine das alles gemacht. So, kommt hier jemand? Nein. Da habe ich hier dieses Gnomenlager, die Wölfe, alles alleine gemacht. Das, auch nur immer mit einem weglocken und... Ist hier Südosten? Da wäre Südosten, aber naja. Oh mein Gott, Wildschweine. Was haben wir hier? Oh, wie es laggt, Alter. Oh, 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 oh. Nur ein totes Viech ist ein gutes Viech. Ach ja, das ist ein Standardspruch. What?